Was passiert, wenn Doom Eternal und Hunt Showdown Sex haben? Na gar nicht, das sind zwei Videospiele. Scheißegal, denn Doom Eternal hat so viel Testosteron, dass es trotzdem alle Spiele schwängert, die grob in seine Richtung schauen. So wie Hunt. Und er hat das Kind bekommen. Witchfire ist ein PvE-Hardcore-Souls-like-Extraction-Stealth-Shooter-Purge-Simulator. Mit Hexen, etwas zu modernen Schusswaffen, Heilsteinen gegen 5G-Strahlung, Bullshit, Rittern mit Granatwerfern und einem Soundtrack, den ich noch nirgendwo sonst so gehört habe. Ganz ehrlich, Banger. Der Entwickler The Astronauts besteht aus diabolischen Individuen, die unter anderem an Painkiller und Bulletstorm beteiligt waren. Sie haben das letzte Doom Eternal DLC auf Nightmare sowie mehrere Lines durchgezogen, sich einen neuen Account bei Hunt erstellt, 4 Stunden lang 6-Sterne-Lobbys zu Blutkäse zerflitscht und sich dann gedacht, hold my pep, das ist Babyshit. Und in fast 7 Jahren, Alter, Witchfire zusammengedengelt. Es herrscht Krieg zwischen dem Vatikan und den grausamen, die Umwelt vernichtenden und mit ihren Ritualen den Untergang der Welt heraufbeschwörenden Hexen auf TikTok. Ihre Sims ziehen plündernd und brandschatzend durch die Lande. Ihre Chatmods machen auf Kreuzritter und packen den Granatwerfer gegen Ungläubige aus. Und so schickt der Vatikan euch einen sogenannten Prayer. Die Early Access Version war nur auf Englisch. Hab Dank. Stimme in meinem Kopf. Von eurer Bat-Kapelle aus startet ihr Expeditionen in 1 von 2 Leveln. Ja, später kommen noch mehr. Mit den Schwierigkeiten leicht und f*** you. Letzteres könnt ihr aber erst betreten, wenn das erste abgeschlossen ist. In den einzelnen Compounds der Karte findet ihr pro Run zufällig generierte Encounter, durch die ihr euch durchsäubert. Wir werden die dreist überteuerten Angebote der Hexe und die verbotenen Heilversprechen ihrer Online-Shops mit unseren 2 besten Freunden zerstören. Fakten und Logik? Nein, Smith & Wesson. Jede unserer Waffen hat 3 einzigartige Eigenschaften, die euch zwingen, sie entweder richtig oder gar nicht einzusetzen. Nehmen wir Revolver Ocelot als Beispiel. Erstmal denkt man, man macht alles falsch, wie im Bett. Nach 25 Gegnern schaltet man frei, dass jeder Kopfschuss nach dem Nachladen eine Kugel verstärkt. Wow, auf einmal macht man so etwas wie Schaden. Oh, und hello there. Mit noch einem Upgrade werden diese Kugeln immer stärker, je mehr Köpfe man vor dem Nachladen geklickt hat. Nach 6 Headshots one-tappt man kleinere Gegner auf einmal. Warte mal, jetzt haben wir es ungefähr 11.59 Uhr. Oh, never mind. Gott sei Dank hat der Vatikan die Armbrust als unritterlich eingestuft und verboten. Dann hole ich mal mein vollautomatisches Sturmgewehr. Dieses Gerät kann sich aufheizen und zeigt euch unten an, wie lange ihr draufhalten könnt. Im mittleren Bereich ist der Schaden deutlich erhöht, im letzten deutlich verringert. Ballert also nicht zu lang, sonst wird eure Flinte zu heiß, ihr verdorbenen Heiden. Der Scheiß ist das Crystal Meth unter den Shooter-Mechaniken. Selbst ohne diese Kniffe ist das Gunplay absolut fantastisch. Und das haben 12 Leute entwickelt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr schießt auf einen Gegner, es fühlt sich wuchtig an und der Gegner reagiert darauf. Für manche klingt das nach Hexenwerk. Und mit den eben genannten Waffenfähigkeiten katapultiert das den Spaßfaktor in eine Galaxie mit Titeln wie Destiny. Neben den Waffen könnt ihr noch auf heidnische Rituale zugreifen, wie Marios Feuerbälle, die Taco Bell Glocke oder Jesus. Wenn es in späteren Runs regelrecht unverschämt wird, was euch alles entgegengeschmissen wird, sind besagte Zauber eure besten Freunde. Also scheut euch nicht, sie früh abzugraden. Es ist unfassbar erfrischend, dass es noch Entwickler gibt, die Wert auf sauberes, spaßiges und belohnendes Gameplay legen, anstatt mittelmäßiges Schießen in 1000 leere Levels zu packen. 12 Leute, by the way. Aber auch die Progression macht wirklich Spaß. Neben den Waffen-Upgrades könnt ihr bei diesem riesigen Ziehspiegel viele coole Sachen erforschen, wie neue Waffen, Zauber, Fähigkeiten, die ihr während eines Runs freischaltet und sogenannte Mysterium Incantations, die ihr braucht, um eure Waffen abzugraden. Ihr könnt immer parallel 2 Projekte in Auftrag geben und die werden dann passiv während eures Runs erforscht. Zu guter Letzt könnt ihr noch euren Prayer upgraden. An diesem Altar könnt ihr verschiedene Werte verbessern, wie eure Gesundheit, eure Ausdauer zum Sprinten und Ausweichen oder die Abklingzeit von Zaubern, damit ihr noch viel mehr Leute kreuzigen könnt. Und jetzt ratet mal, von welchem Entwickler das Leveling inspiriert ist. Ich könnte es euch einfach verraten, aber dann würde meine blutgeborene Seele 2-mal sterben. Während eures Kreuzzugs verdient ihr das namensgebende Witchfire, aka Seelen, aka Runen, aka wenn ihr sterbt, sind sie weg. Im nächsten Run könnt ihr sie wieder einsammeln, wenn ihr vorher wieder sterbt, sind sie endgültig weg. Miyazaki ist wirklich der Imposter Among Us. Wenn ihr nach ein paar winzigen Toten irgendwann den Boss eines Levels besiegt, schaltet ihr das nächste frei. Zu den ersten 2 werden sich noch 4 weitere dazugesellen. Ich sag's euch, ich hab so Bock. Nicht nur sehen die Schauplätze mega geil aus, ich bin ziemlich gespannt auf die weiteren Bosse und ich will den Fanning-Revolver aus den Trailern. Ich habe bisher erst einen der Bosse besiegt und das war schon kackenschwer. Die Schwierigkeit der weiteren Level will ich mir noch gar nicht vorstellen, aber das geile Gunplay, das schnelle Movement und die Mechaniken der einzelnen Waffen haben mich bereits ein ganz klein wenig süchtig nach dem Spiel gemacht und mit ein klein wenig Frusttoleranz kann ich mir gut vorstellen, dass es euch genauso geht. Das Sequel zu Hänsel und Gretel Hexenjäger kostet 35 € im Epic Store.